Mein Bruder ist in dich verknallt. Cool. Ich werde jetzt meine Füße mal hochbiegen. Weil, guten Morgen, Welt. Ja. Gute Besserung. Geh lieber raus aus TikTok und bis sie gesund werden. Echt arm. Hä? What the fuck? Hä? Ich gehe ja heute auch raus mit anderen Leuten. Es ist ja, ich habe ja nur Schnupfen. Man muss ja nicht übertreiben. Wunsch alleine, ja. Ihr habt mit Intervallfasten abgenommen. Zeig mal die Zeichnung, die da hinten hängt. Oh Gott. Das heißt, wir werden jetzt Holunderblütensirup machen. Ja, Mann. So muss es, dann habe ich ja wieder bessere Dinge. Was machst du heute? Puh. Eigentlich wollte ich mich mit Lomi treffen. Oder dann mit Jody. Aber ich weiß nicht, ob ich das. Weil es ist so schlechtes Wetter. Ich habe gedacht, es ist so mega geiles Wetter. Ich wollte eigentlich morgen auch Skifahren gehen. Also, wenn es mir besser geht, gesundheitlich. Weil mir geht es echt scheiße. Und jetzt muss ich schauen, ob das überhaupt geht. Also, wettertechnisch so. Weil das Wetter ist ja echt scheiße. Aber ich muss sagen, ich habe diese Oakley-Brille. Du kannst ja eigentlich bei jedem Wetter damit fahren. Aber eigentlich würde ich gern schon bei schönem Wetter Skifahren gehen. Ja. So. Boah, diese Energy hier. Ich fühle es mega Ehre. Ja, schon Freund, na. Okay. Ich hab schnell Wimpern oder sind die für. Na, die sind tatsächlich von Natur aus so dunkel. Das ist ganz cool. Ich habe halt relativ lange Wimpern. Ja. Ich hoffe gerade. Energy. Ja, Mann. Ich brauche auch Energy. Ich brauche richtig Energy. Ich würde jetzt am liebsten ein Energy trinken, dann hätte ich Energy. Aber. Ja, ich habe keinen da. Danke für die Krone. Hast du einen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. I'm full in love now. Cool. Boah. Wenn du keine. Oh, Leute, ihr müsst mich so ausfragen, oder? Du musst ja nicht direkt in einer Beziehung sein. Das ist so dumm. Das ist so. Ding. Stunning. Epic. Ja, es geht. Mir geht's jetzt schlecht, aber. Ich bin krank. Aber es geht. Aber beim Skifahren will die halt nicht geschwächt sein. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn die beim Skifahren geschwächt ist, ist es scheiße. Oh, einmal, ich habe ein Eierlikör getrunken. Das war auch schlimm, aber so ein warmen und warme Sachen ballern ja so rein. Geht gar nicht bei mir sowas. Ich fall dann direkt um. Weil ich das nicht mehr unter Kontrolle habe. Mit meiner besten Freundin und Jody. Hair Tutorial, please. Ich habe sogar eins gemacht. Ich kann das heute hochladen, aber heute sind die echt nicht so gut geworden. Also, gestern waren sie viel besser als heute. Aber ja, wie gesagt, Leute, ihr habt 4 Jahre nicht Skifahren. Und jetzt habe ich wieder angefangen dieses Jahr. Also, ich habe ja in Deutschland gewohnt und ich war 4 Jahre gar nicht mehr Skifahren. Deswegen, dementsprechend kann ich es halt, also ich kann es sehr gut jetzt eigentlich, aber jetzt, wenn ich Alkohol trinke oder so, kann ich gar nichts mehr. Also, da falle ich einfach die ganze Zeit, also nicht, dass ich die ganze Zeit runterfalle, so, sondern irgendwie kann dann das Gewicht nicht mehr so gut lagern in den Kurven. Wo gehst du Skifahren? Schlick gehe gerne.
Hello, hi. Ist Jodie ein Junge? Ja. Post mal Videos von dir am Skifahren. Ich werde jetzt übermütig werden, dann am Ende, ich krieg nur Hate dafür. Keine Lust. So. Ich hoffe, mein Schnupfen wird wieder über den Tag besser. Ich habe auf jeden Fall schon Haferflocken zum Frühstück gegessen. Ich habe echt viele gegessen. Ich habe 1,5 Schüsseln gegessen. Ich schwöre, richtig addicted zu Haferflocken. Richtig schlimm. Letzte Woche, okay. Also ich glaube, ich werd mir dann nur so ein Energy kaufen. Also ich weiß, ich bin jetzt krank und so. Oder so einen richtig fetten Kaffee. Das brauche ich jetzt. Und das Einzige, was mir abfuckt, ich weiß nicht, wo meine Karaffe ist, wo ich meine Getränke immer auffülle. Und wenn ich die nicht habe, doch, da ist sie. Und wenn ich so ein kleines Glas brauche, weil die anderen sind in der Wäsche, dann kriege ich die Krise echt. Ja, aber da fährt man halt viel länger hin. Ich bin krank, deswegen rede ich so undeutlich. Nice sweater. Thanks. Komm mal nach Hannover. Da bin ich sogar manchmal. Aber halt einfach nur, weil die Mutter von meinem Dad da wohnt. Bist du in der Schweiz geboren? Nein, ich bin in Innsbruck geboren. Ich komme aus Österreich. Oh je, gute Besserung, danke schön. Ich werde jetzt lüften. Einfach nur, damit ich mich besser fühle, weil irgendwie ist es nicht. Scheiße. Aber ich werde jetzt dabei nur meine Wimpern hochbiegen kurz. Ist nicht fast alle daheim. Mm-mm. Also, ich habe viele Freundinnen, die haben Corona zum Beispiel. Ich habe Gott sei Dank kein Corona bekommen. Aber ich bin halt einfach, ich habe halt einfach Schnupfen bekommen. Ja. Hat der Jodie dir einen Glückschlag gemacht? Nein. Hat er nicht.